Also Feueramulett. Wow, und in dem wäre ich echt aufgeschmissen. Gerade in dem Tempel. Ich habe, also das Feueramulett benutze ich regelrecht oft. Aber was ich das Feueramulett hier drinne benutze, das ist abartig. Weil hier hast du immer so viele Gegnermassen, die du schnellstmöglichst ausschalten musst. Mit was machst du? Genau, Feuer. Immer schön draufhalten. So, wir müssen jetzt geradeaus. Ich gucke mir aber jetzt noch ganz kurz an, was links da so ist. Das war die Sache. Okay. Dann, wenn wir jetzt hier runtergehen, finden wir schon die große Truhe. Da können wir mal lange noch nicht hin. Weil wir dazu jetzt erstmal einen kompletten Tempel ausleiten müssen. Übrigens kann man hier, zack, kaputt machen. Und, ah, scheiße. Und wir müssen jetzt hier die Gegner ausschalten, damit diese Truhe her erscheint, da ist nichts Wichtiges drin. Allerdings brauchst du die Truhe später. Das ist so eine Sicherheitstruhe, sag ich mal, um Weg zu sparen, dass man sich, wenn man von hier kommt, sich mit dem Enterhaken hier rüberzieht. Damit man dann gleich bei der großen Truhe da unten ist. Hier da unten. Also ist alles ein Wegersparnis. Wie gesagt, wir müssen jetzt erst rechts. Und Magie verloren. Und aua. Und aua. Und ja, falsch. Und ich. Aua. 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 So. Bitcht, sag ich dann nur. Aber aua. Ja, das ist halt die Heimtücke des Eises. Ach, ich habe schon wieder lang volle Herzchen. Dann passt das ja. Dann rutschen wir jetzt nur noch hier runter. Oh, jetzt hat sich das Ding hier fast festgebackt. Kassieren hier den Schlag, das ist mir wurscht. Nein! War ich zu unvorsichtig. Ach, dann machen wir das Ganze mit dem Dönerstab. Tü-ding. Unnötig, aber mein Gott. Man fährt halt auf den sicheren Schienen. So. Tadam. Jetzt gibt es einen Schlüssel. K4. Ach, scheiße. Ja. Geh kaputt. Nein. Aufhören. Aua. Also was ich links schon die Bratzen verbrannt hat, das ist ja abartig. Für alle Leute, die nicht aus Bayern kommen und nicht wissen, was Bratzen sind, guckt auf eure Hände. Jetzt übe ich doch nur dahinter. Ist das... Aufgedrückt. So, das ist jetzt auch hier wieder so eine Sache. Da, zack, eigentlich nur, damit man zur Truhe hinterkommt. Wobei da sogar ein Schlüssel drin ist. Aber das ist Rain, weil hier oben gibt es nämlich jetzt einen Endgegner-Schlüssel. Oder Master Key. So, und jetzt kommt wieder die Sache, was ich euch vor einigen Videos erzählt habe. Man kann an solchen Zungen ziehen. Und was hat sich geöffnet? Die Tür. Kaputt. Ich bring mich nicht auf. Ich sag da nur entlarscht. Och, das ist die Karte. Lavel. Hier ebenfalls wieder an Dingen ziehen, die so länglich sind. Also Frauen zieht immer an Dinger, die so etwas länglich aussehen. Mann. Klammer auf, N, Klammer zu, wird es bestimmt gefallen. Jetzt hätten wir da schon unseren Schlüssel. Jetzt gehen wir aber nochmal runter hier, weil da unten gab es noch eine Truhe. Die wollen wir ja nicht einfach stehen lassen, ne? Vielleicht können wir auch noch ein bisschen was im Weg abkürzen, damit wir es nämlich gar nicht mehr so sicher.
Also da oben, wäre ich jetzt da oben weitergegangen, wäre ich wieder zum Anfang gekommen, also ziemlich zum Anfang, also. Hätte ich mich dann nochmal den ganzen Weg freispringen müssen. Deswegen gehen wir jetzt hier links. Genau. Ja, sind wir gleich richtig. Habe ich jetzt eigentlich vorhin den blöden Schalter aktiviert, weil ich brauche jetzt nämlich einmal dieses Schaltergedöns, damit ich jetzt da rechts weiterkomme. Ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Sind jetzt die blauen Blöcke um oder nicht? Ach, ich weiß es nicht mehr. So, was für ein Item kriegen wir? Ey! Oh, die blaue Rüstung. Damit machen dir gegnerische Angriffe weniger aus. Und wir sehen sexy aus. Haben wir soeben den Schlafanzug gewechselt. Ah, ich dachte es mir schon, dass ich das nicht gemacht habe. Aber trotzdem gehen wir hier schon mal rein. Zack. Da holen wir uns unsere Fee. Fee. F-E-H, Fee. Scheiße. Oh, bitte droppt einer von euren Schlüssel. Mann, scheiße. Ah, Mistikack. Ja, da müssen wir. Da müssen wir leider nochmal ran. Da müssen wir uns die Truhe suchen. Wir denn, wie folgt, wir müssen nämlich hier einen Block runterschieben, damit ich eins nach unten kann. Aber um das zu erledigen, habe ich gerade einen Schlüssel gefunden. Hä? Okay, Moment. Das verwirrt mich jetzt gerade. Was soll ich machen? Feuermulett. Hä, wieso Feuermulett? Das war jetzt ein totaler Schwachsinn. Ja, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Wie zum Teufel ist da jetzt ein Schlüssel? Hä, es gibt keinen Sinn. Gut für uns, ganz ehrlich, dann laufen wir da jetzt hoch. Ich wusste es, dass ich da jetzt wieder nicht so glimpflich davon komme. Ah. Da gehen wir jetzt außen rum, weil ich habe keinen Bock auf Schaden von diesem Viech hier. Und das Doofe ist, dass ich keine Magie mehr habe, weil dann können wir jetzt Endgegner auch nicht so schnell kaputt machen. Magie, Magie, wir brauchen Magie, 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 Magie. Ja! Hui! Jetzt müssen wir wieder hoch. By the way, ist das, wenn ich jetzt links oder rechts in diese Tunnel reinfallen würde, bis der kann man dann in diesen. Warte mal, das ist er. Dann kommt man wieder zu diesen Feengedöns. Oh, lustig. Was halt der andere Block zerfegst. Ja, ganz toll. Jetzt darf ich einmal außen rumlaufen. Ach, was ist denn das für eine Kacke, echt? Unnötiges Zeitgewaste, echt. Nein, den bin ich jetzt. Ja, dann ganz toll. Wollte mich gerade loben, dass ich dem Viech ausgewichen bin. Fall nicht runter, gescheit, hoch, links. Ja, sag mal, jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Also echt, ich bin gefragt. Ja, wie gesagt, rausschneiden und so. Bis gleich. Ladies and Gentlemen, ich bin wieder da. Da waren jetzt noch einige Grillvorbereitungen zu besprechen, denn heute Abend wird lecker saftig gegrillt. Und ich glaube, ich habe mich gerade eben verlaufen. Ich muss wieder hoch.
Ja, und jetzt hat mich gerade jemand angerufen und noch gesagt, dass ich noch die letzten Soßen mitnehmen soll. Barbecue-Soße von Aldi, die ist sehr, sehr lecker. Jetzt aufhören. Und ja, mal abgesehen davon, dass ich sie nicht vergessen hätte. Aua. Das ist mir jetzt wieder zu doof. Wasting Energy. Ach ja. Ja, das macht den Tempel halt absolut spannend, jedes Mal hin und her zu laufen. Ne? Macht auch bestimmt richtig Spaß, dazu zu gucken. Vor allen Dingen, wenn der Kommentator so lame ist und keine Witze einbringt. Ha. So. Wir gehen jetzt nach links. Und wieder nach links. Und machen die ganzen Schmarren wieder von vorne. Schwupp. Und zack, ich. Ach, jetzt komm, schick dich. Mein Gott. Selbst ich stelle mich nicht auf dem Eis so an wie du. Alter, muss doch ein Poppes aus Eisen haben hier, wo der überall runterfällt. Jetzt werde ich wahrscheinlich den falschen Block runtergeworfen haben. Jetzt aufhören. So. Also das ganze Rumrennen jetzt nur für diese Aktion. So, da müssen wir jetzt nach links. Kann man wegschieben. Nochmal, das hier mit dem Hammer kaputt. Um den Lukas, ihr wisst. So. Aber bevor ich da jetzt runterspringe, gehe ich nochmal auf die andere Seite, weil ich brauche für diesen Endgegner Magie. Und ich sehe es nicht ein, dass ich jetzt einen ganzen Scheißreck nochmal herlaufe. Nur weil ich jetzt plötzlich keine Magie mehr habe. Boah! Sauerei hier. Tja, das muss reichen, wenn ich dann. Wenn es jetzt überhaupt der ist. Ja, doch, das ist schon der. Ja, genau. Weil wir brauchen jetzt nämlich unseren Feuerstab. Und wie ihr wisst, Feuerstab frisst verdammt viel Energie. Oh ja, das ist es halt jetzt. Mehr ist es halt auch nicht. Wie, beobachtet mal die Steinklumpen, die Eisklumpen, die von der Decke fallen. Wenn ich einen so ein Viech kaputt gemacht habe, müssten die sich wieder steigern und die Aufprall-Dinge ins Zeug, also diese Vierer-Krüppchen, die drunter fallen müssen, glaube ich, dann mehr werden. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Nein, aber der war eigentlich viel größer. Wow, ich habe einen Endgegner geschafft, ohne zu sterben. Wow. Woohoo! Irony of. So, damit hätten wir jetzt noch den nächsten Kristall. Und wieder ein weiteres Mädchen an unserer Seite. Wortwörtlich an unserer Seite. So. Ah, ein Mädchen mit blauem Kleid. Jetzt sehen wir fast. Ah, nee, das ist grün, oder? Boah. Link, ich. Moment. Link, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Volk der Hylia verfügt über magische Kräfte, ebenso wie die sieben Weisen. Nur ging das Wissen um diese Kräfte im Laufe der Zeit immer mehr verloren. Selbst wir, die direkt von den Weisen abstammen, verfügen nur noch über geringe Kräfte. Doch wenn sich der Mut der Ritter mit der Weisheit der Weisen verbindet, sind diese Kräfte so stark wie ehemals. Uns bleibt nur noch ganz wenig Zeit, bevor sich das Tor zwischen den Helden vollständig öffnet. Du musst Kanon bezwingen. Dann wird die Schattenwelt wieder zum goldenen Land. Und das Triforce stellt seine Kraft in den Dienst eines neuen Meisters. Wir vertrauen auf dich, Link. Hast du alles verstanden? Jo, möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Ja, das ist halt, wenn man jetzt 1,5 Stunden lang durchlabert und noch nichts getrunken hat, die Lippen werden spröde und man merkt, dass die Mädchen langsam in den Stimmbruch kommen, ne?
So, wir gehen jetzt in die magische Zauberwelt und gehen halt wieder zurück. Hallo. Na egal, holen unser Viech. Gehen zur Nummer 6. Gehen hier rein. Und gehe hier ruf. Aua. Ja, zieh halt gleich mal 3 Herzen ab. Und ich habe die verbesserte Rüstung. Leck mir am Arsch. Echt hier. Boah. Gehen hier rein. Und sage dann auf Wiedersehen. Genau, ihr habt richtig gehört. Ich mache hier einen Cliffhanger. Weil ich jetzt noch ein paar Grillvorbereitungen treffen muss. Ich muss noch Fleisch würzen, etc. Ich mache auch noch einen Nudelsalat, deswegen möchte ich jetzt erstmal meine Küchenarbeiten in den Vordergrund stellen. Hat heute auf jeden Fall Spaß gemacht zu spielen. Heute haben wir auch echt viel zusammen geschafft. Ich habe jetzt 1 Stunde und 33 Minuten, jetzt sind es 34 Minuten aufgenommen. Und ja, das nächste Mal werden wir wahrscheinlich mit dem Spiel durchkommen. Mal gucken, ob ich alle Parts gleich hochladen werde oder ob ich immer mir ein paar in Reserve behalte. Ich weiß es noch nicht. Aber ich denke mal, wenn ich dann schon alle vorgerendert habe, möchte ich dann auch alle raushauen, wie es nur geht. Also, ich bedanke mich hier fürs Zugucken. Sage an dieser Stelle viel Spaß mit den Spieltiteln. Und man sieht sich dann die Tage. Auf Wiedersehen.